Ahoi, ihr Lieben, herzlich willkommen in meiner Kabine 16022 auf der MSC Grandiosa. Und zwar ist das Ganze eine Kabine im Yachtclub und zwar eine Yachtclub Deluxe Suite. Das Ganze klingt jetzt sehr hochtrabend, es ist jetzt aber der kleinste Kabinentyp, was nun so die Außenbalkonkabinen sozusagen angeht im Yachtclub. Es gibt Innenkabinen, die sind noch etwas kleiner, die hatte ich eigentlich gebucht und freundlicherweise ein Upgrade bekommen. Ja, aber das ist jetzt hier nun eine etwa 28 Quadratmeter große Deluxe Suite und ja, die gucken wir uns wie gewohnt jetzt mal im Detail an. Erstmal der Blick hier in den Raum für den ganz, ganz groben Überblick. Hier einmal der Bereich mit dem Bett oder in diesem Fall den auseinandergestellten Betten. Dann hier der Wohnbereich, aber schauen wir erstmal hier auf den Balkon. Der hat insgesamt eine angenehme Größe. Die Möbel, die wir jetzt hier drauf haben, das ist jetzt hier auch im Yachtclub nichts anderes, als man das auch von den normalen Kabinen kennt. Aber der Balkon, ja, der ist wirklich angenehm. Guck mal, hier mein Stativ habe ich hier auch noch stehen. Gucken wir mal hier raus. Deck 16, wie gesagt. Also da hat man dann einen sehr, sehr, sehr schönen Blick normalerweise. Ja, die Yachtclub-Kabinen sind ja hier wirklich im oberen Bereich, also 14, 15, 16, 18, 19. So, ja. Also, das ist wirklich gut. So, jetzt gehen wir wieder rein. Also, schauen wir mal. Hier ist einmal der Wohnbereich. Es kann dann so passieren, dass man dann nachmittags wieder auf die Kabine kommt und dass dann hier irgendwelche Leckereien dann stehen. Nicht das hier, das gab es noch zur Einschiffung, hier so Orangen mit Schokolade. Obst gibt es natürlich auch regelmäßig. Ja, also es kann dann mal so zum Aperitif so ein paar Dinge geben, so irgendwelche Canapés oder so. Das sind dann immer so kleine, nette Überraschungen. Ja, hier ist einmal das Sofa und ja, man hat ja dann insgesamt Platz, sogar hier im Wohnbereich, für bis zu 4 Personen. Ja. Gucken wir einmal hier rüber, da sehen wir den relativ großen Fernseher. Wenn wir dann mal hier schauen, hier sind einmal 2 europäische Steckdosen, USB-Stecker, 2 amerikanische Steckdosen. Hier wäre dann einmal der Föhn in der Kabine. Dann ist hier unten nochmal ein Hocker, wenn man sich denn zum Beispiel gerade föhnen will. Dann kann man sich darauf setzen. Ja, so. Ansonsten ist hier sehr, sehr, sehr viel Platz für irgendwelche Dinge noch in diesen Schubladen. Zum Beispiel meinen ganzen Technikkram. Kann man gar nicht reingucken, hier alles durcheinander. Ja, so Schmutzwäsche habe ich ja unten reingepackt. Ja. So, das wäre einmal das. Und wenn wir hier weiter gucken, ist hier einmal die kostenlose Minibar. Jawohl. Die Getränke sind alle kostenlos verfügbar. Ja, da ist jetzt noch ein kleines Kännchen mit Milch, weil wir gesagt haben, Mensch, Milch zum Kaffee wäre ja ganz gut, haben wir auch bekommen, gar kein Problem. Kleine Wasserfläschchen, das ist alles kostenlos. Die Schokolade allerdings ist nur einmalig kostenlos. Also wenn man die aufgegessen hat, genauso wie die Chips in der nächsten, im nächsten Fach, dann gibt es die nicht nochmal neu. So, achso, guck mal, die sind schon weg hier. Hier standen noch Chips. Ja, hier sind einmal Gläser. Und dann auch für mich nicht ganz unwichtig, hier sind Kaffeekapseln. Ja, das sind so diese Nespresso-Business-Kapseln. Dann gibt es Tee und ja, Tassen, alles da. Das ist alles sehr, sehr, sehr schön gemacht. Das erinnert mich so ein bisschen hier tatsächlich ja, an die Gestaltung wie auf den Suiten der Europa 2. Ne? Da hat man das also auch sehr, sehr schön gemacht hier für das Geschirr und die Kaffeekapseln. Also wirklich richtig gut. Ja, das ist dann hier, wie gesagt, besagte Nespresso-Business-Maschine. Das bedeutet also, man kann diese Kapseln nicht mit nach Hause nehmen, wie das vielleicht manche gerne machen würden. Denn mit diesen UFOs, die man hier so reinschiebt, ja, da kann man also mit der Nespresso-Maschine zu Hause nichts mit anfangen, natürlich. So. Ja, hier sehen wir noch reichlich Wasserfläschchen, die wurden auch hier hingestellt. Es ist San Pellegrino, was eben im Reisepreis enthalten ist. Es ist Aquapana. Ja, also soweit. Hier wäre dann einmal auf dem QR-Code das Room-Service-Menü verfügbar, denn natürlich gibt es kostenlosen Room-Service, gar keine Frage, sei es zum Frühstück oder sei es irgendwie so ein Snack. Und natürlich auch in diesen besonderen Zeiten bekommt man hier regelmäßig einen Mund-Nasen-Schutz oder mehrere hier auf die Kabine, sodass man dann täglich einen frischen auch hat. So, hier hinten darf ich vorstellen, wer sie noch nicht kennt. Das ist Zoe, der Sprachassistent von MSC. Okay, Zoe, wie ist das Wetter? Ich zeige Ihnen die Wettervorhersage.
Kann ich den Kabinenfernseher jetzt einschalten? Ja. Ich wechsle zu Ihrem Cabin TV. Bitte seien Sie bereit, Ihr Profil mittels Fernbedienung auszuwählen. Ach so, so jetzt muss ich da meinen Namen erstmal auswählen. So. So. Und jetzt bekomme ich hier das Wetter angezeigt. So, in Genua sind wir noch nicht, da sind wir morgen erst bei 10 Grad, heute sind wir auf dem Meer. In der Praxis ist es so, dass man ehrlicherweise diese Sprachassistentin relativ selten benutzt. Ja, also ich bin da zwar normalerweise sehr affin, was das angeht, habe auch mehrere Alexas zu Hause, hier nutze ich es im Grunde nicht, weil mir dann so die konkrete Anwendung fehlt mir dann irgendwie. Ne? Deutsche Sender gibt es hier natürlich auch, das ist ja völlig klar. 4 oder 5 allerdings nur, so oder so in der Größenordnung ungefähr, nagelt mich nicht drauf fest. So, wie kriege ich das jetzt wieder weg hier? Ich und Fernbedienung, naja, machen wir wieder aus. Deutsche Sender müssen wir nicht zeigen. Filme kann man da auch abrufen, das gegen Gebühr. So, eine Flasche Champagner gibt es auch zur Einschiffung und haben wir bis heute noch nicht getrunken, aber ist natürlich eine sehr nette Geste. So, was ich hier an diesem Telefon etwas faszinierend finde, wusste ich gar nicht, dass es das mittlerweile gibt, weil man kennt ja schnurlose Telefone, man kennt normale Telefone. Ich hätte gesagt, das ist ein normales Telefon, aber nein. Man hat dann hier den Hörer, der ist schnurlos, den kann man einfach abnehmen. Wobei auf der anderen Seite, man kann jetzt hier die Nummer nicht tippen, die tippt man dann da. Also dachte ich, auch lustig, wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Aber auch ich lerne ständig dazu. So, dann bekommt man auch eine Tageszeitung hier geliefert auf die Kabine. In dem Fall braucht man fast noch eine Lupe, weil es doch zu lesen klein ist, aber gut. Oder es liegt an meinen Augen oder ich brauche eine Brille. Ja, guck mal, siehst du, eins von beiden auf jeden Fall. Bekommt man täglich ausgedruckt, ja, wie das ja in besonderen hochwertigen Hotels eben auch ist. So, dann wollen wir mal gucken hier, der Blick auf die Betten. Entweder lässt man sie also auseinanderstellen oder aber sie sind zusammen. Etwas weicher die Matratze, aber nach der ersten Nacht habe ich mich dran gewöhnt und immer ganz gut drauf geschlafen, auf jeden Fall. Das war richtig gut. Das ist jetzt hier, wenn man so sieht, das ist schon so Kategorie einfaches Gestell, ne? Das sind jetzt hier nicht, also man sieht so ein bisschen auch dieser Yachtclub. Da ist jetzt nicht so, dass das jetzt alles so jetzt ultra hochwertig ist, sondern es ist eben, ich sag mal, gehobenes Premium so, ne? Mit Hang teilweise zu echtem Luxus, aber es ist jetzt hier nicht auf dem Level, wie man das jetzt von Hapag-Lloyd oder so kennt. Aber der ist ja auch deutlich günstiger, also insofern muss man das auch gar nicht erwarten. Ja, hier diese Lampen, guck mal hier einmal. Drückt man einmal oder berührt man nur, ups, ja, dann geht es hier unten, kann man gerade, glaube ich, nicht so gut sehen, ist ein USB-Anschluss, also auch sehr praktisch. Hier kann ich das Licht an- und ausschalten, ja, im Großen und Ganzen, aber auch ganz hübsch gemacht. So große Nachttische gibt es, ja, Stückchen Schokolade und so, gehört dann natürlich auch dann da abends dazu. Ja, hier ist einmal ein Spiegel. Ja, und das ist es hier also auch im vorderen Bereich auch schon gewesen. Hier kann ich die Temperatur einstellen. Was wichtig ist, hier die Zimmerkarte, die ich hier reinstecke, das funktioniert wirklich nur mit der Zimmerkarte, die da drin steckt. Ich kann nicht eine andere Karte oder eine alte Zimmerkarte da reinstecken. Das funktioniert nicht. Sehr schlau gemacht. So, wenn ich hier auf DND heißt Do Not Disturb, bitte nicht stören, ja, dann sollte bitte keiner reinkommen. Oder aber der Raum soll gemacht werden, dann klicke ich darauf. Gucken wir mal so auf die Schrankfläche. So, das, ja, genau, guck mal, meine Unterwäsche hier. Hier ist noch ein Tresor. Ja, das ist vom Platz, es ist für ein paar Leute ist es und eine Woche ist es, denke ich, so gerade so ausreichend bemessen. Ja, könnte immer noch ein kleines Tickchen noch mehr sein, aber es ist im Großen und Ganzen schon ganz gut. So, das ist also der Schrank. Ja, hier, das sind, denke ich, so die gleiche Art der Möblierung, wie ich das eben auch habe. Also vom Holz und so von der Art und von der Hochwertigkeit oder eben Nicht-Hochwertigkeit, wie ich es in den normalen Kabinen habe. Also das ist jetzt hier nicht irgendwie so die Luxusmöblierung. Ne? Also hier sieht es dann natürlich jetzt wieder sehr elegant aus hier mit dem Marmor. Ja, aber hier haben wir hier diese eckigen Zahnputzbecher, wie ich sie auch kenne von den normalen Kabinen. Ne? Ja, also das ist natürlich schon im Großen und Ganzen sehr schick. Ja, hier ist genügend Platz, irgendwas hinzustellen.
Und ja, gucken wir mal, die schöne große Dusche, da setzt sich das im Grunde auch fort, ne? Dass wir hier, mal gucken, hier so diese Armatur, das ist so leicht, wie sie jetzt ist, also die wirkt jetzt auf mich, ich bin da kein Experte, was das angeht, aber das wirkt für mich sehr einfach. Das ist jetzt nicht hier irgendwas ganz Teures, ne? Also, ach so, aber nicht ganz unwichtig, es gibt auch eine Regendusche, das ist natürlich immer sehr schön da oben zu sehen, genau. Ach so, ja, und natürlich gibt es hier Shampoo, Duschgel oder aber das Ganze auch hier in so kleinen Fläschchen gibt es auch noch. Da gibt es noch Conditioner, Bodylotion, Seife. Ja, was man alles braucht. Also das ist es im Wesentlichen hier im Bad gewesen. Ach so, was noch auffällt, wenn man jetzt geduscht hat, der Spiegel ist jetzt nicht beheizt. Also das ist dann so, dass der erstmal beschlägt und ja, da muss man ein bisschen warten. Bis, also ein bisschen im Grunde wie zu Hause, man hat einen beheizten Spiegel. Ja, also insofern. Gut, ja, habt ihr, denke ich mal, einen ganz guten Eindruck bekommen, ja. Was gibt es noch zu sagen? Die Kabine ist unglaublich leise, was zum Beispiel Klimaanlage angeht, ja. Also das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich würde auch sagen, diese Größe von so einer Kabine ist wirklich perfekt. Das geht so ein bisschen in die Richtung, ja, sagen wir mal so, bei AIDA TUI Cruises, was da so eine Junior Suite an ist. Und ja, das würde ich sagen, ist wirklich eine wirklich angenehme Größe. Ja, also besser als so diese Kabinen, ja, die da fast 10 Quadratmeter irgendwie so kleiner sind. Also ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, habe ich mich hier jetzt in den ersten 4 Nächten sehr wohl gefühlt. Würde ich tatsächlich auch privat tatsächlich immer wieder buchen. Also wirklich, ausgesprochen gut das Ganze. Ja, wenn ihr mal Angebote checken wollt, dann klickt mal den Link. Und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.